grüßt euch, hier ist wieder eure Hanni. Ja, es ist schon heute was angekommen. Tadadada. Ich habe schon mal die Produkte hier von mir hingelegt. Nicht wundern, dass die so leer. Das Paket war heute auch schwer und da ist was hin und her gerollt, was Großes. Die Pinkbox ist schon da. Ja, diesmal wieder nur im klassischen Design. Also ich dachte, wenn das Thema Sleeping Beauty ist, dass sie vielleicht mal eine andere Design wieder hat. Ja, leider hat es nicht, ne? Naja, gut, okay. So, an Sleeping Beauty, wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, dachte ich, gleich an eine Schlafmaske. Ihr wisst, ihr kennt diese Schlafmasken, die man über die Augen zieht. Und ich habe gedacht, in den Sinn gehabt, eine Nachtcreme fürs Gesicht. Und ich habe ja fast, ja, das kam mir so in den Sinn, wo ich zu dem Beauty dachte. Und ich habe mir schon fast gedacht, als ich die Goodiebox ausgepackt habe, ne, war ja die Polar Nachtcreme drin. Und dann dachte ich so, nicht, dass die jetzt auch in der Pinkbox drin ist. Weil in der Pinkbox davor war ja die Tagescreme. Und dann hätte jetzt zu Sleeping Beauty gepasst die Nachtcreme, ne? Ja. Aber ist nicht. Es ist keine Schlafmaske mit drin. Es ist keine Polar-Nachtcreme mit drin. Nein, ist nicht. Dass jetzt hier alles so unbedingt was mit dem Thema Sleeping Beauty zu tun hat, ja, da habe ich eher ja, an was anderen, an Sachen gedacht. Aber gut, wir schauen uns das jetzt mal an, was da drin war. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Ja, ihr habt natürlich wieder hier so ein, ne, so Lifestyle, Shopping. Dann ist wieder der Hinweis drin für die Klassik Brigitte Adventskalender und Premium, ne, 10 Euro Rabatt. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir nicht den roten, also den Klassik mir noch zusätzlich bestelle. Ich überlege noch. Ich darf, glaube ich, nicht zu lange überlegen. Ist ja bald so. Ja, und dann ist hier noch ein Gutschein drin, 10 Euro Rabatt. Bloom and Wild, da kann man dann weihnachtliche Grüße verschicken. Ne? Also, ja. Und dann ist wieder eine Zeitung mit drin. Naja, gut. Also, slow. Runterkommen, genießen, einfach leben. Und dann steht hier auch noch Leseprobe. Ist bloß eine Leseprobe. Also, ja, ist mal was anderes, aber gut, okay, kann man mal reingucken, ne, kann man mal, aber naja, die Zeitung interessiert mich ja sowieso nicht so sonderlich, so, egal, ich muss auch ehrlich sagen, auf die Zeitung können die auch verzichten in der Pinkbox, dann sollen sie lieber da irgendein Produkt mehr reintun, ne, irgendwas, ja, ne, denke ich schon. Ja, ich habe heute einen anderen Hintergrund gewählt, wie ihr seht. Mal einen kahleren und mal eine andere Seite von meinem Raum, wo ich sonst immer, heute mal ohne die Herbstdeko im Hintergrund, ne? Und, naja, natürlich das Oberteil passend zur Tapete war. Wenn schon, denn schon, ne? Cooler Kontrast. So, Leute, die Pinkbox, die hat ja dieses Mal wirklich einen rausgehauen. Guckt euch das an, ja? 8 Stück. 8 Stück. Nochmal, ja, ich zähle nochmal. 6, 7, 8. Ihr guckt jetzt bestimmt, was soll das sein? Ja, Foliminan, schöne Haut. Es sind Trinkampullen. Von Wissenschaftlern entwickelt. Eine Trinkampulle täglich, bitte vor Gebrauch schütteln. Trinkampulle mit Kollagen, Peptiden. Boah, das macht mir so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil, also, ist bis zum 7.2020 haltbar. Also, ja, gut. Kann man sich überlegen, ob man das trinken will oder nicht. Ja, ich werde es probieren. Ich glaube, ich nehme heute gleich noch, am besten gleich eine nachher. Na, nachher werde ich eine. Ich werde sie jetzt nicht vor euch probieren, weil ich habe Angst, das schmeckt nicht. Und dann würde jetzt vielleicht was passieren, das wollt ihr nicht sehen. So, dann war drinne. Ihr kennt sie alle schon, ne? Ihr kennt sie alle, glaube ich schon. Coco Cabana Cream. Ich habe wirklich, ich habe die schon immer irgendwo in Werbung gesehen oder vorgezeigt gesehen. Natürlich ist hier so ein Siegelchen oben, ne? Ja, riecht schon sehr nach Kokos, ne? Also kann man schon, ja, also da war ich schon ein bisschen gespannt mal drauf. Die ist ja auch in den Klassik Adventskalender mit drin, ne? Und in dem Premium von der Brigitte, nicht Brigitte Adventskalender meinte ich mit drin und
Ja, Klassik und Premium von Brigitte mit drin. Und ich glaube, die sind beiden mit drin, ne? Glaube ich, ja. Würde ich sagen. Ja, okay. Also teste ich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ist das eine Körpercreme oder eine Gesichtscreme jetzt? Nee, das ist bestimmt für den ganzen Körper. Ich gucke gleich mal dazu nach. Gibt es ja wieder ein Heftchen. Denn wurde ja schon ein Produkt schon bei Facebook und bei Instagram verraten, ne, dass das hier mit drin ist. Ich dachte, ja, da muss ich gucken, was es ist. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich habe vorher reingeguckt. Denkt ihr, ich habe mir das gemerkt? Jetzt finde ich das. Ach, ist es ja. Aber hier ist eine Schlafmaske mit oben, ne, auf dem Heft. So. Ein edler Hautreiniger ist das, der sowohl Unreinheiten entfernt als auch gegen tägliche Verschmutzungen hilft. Er beinhaltet heilige Lotusblüten. Ja, klingt doch schon mal vielversprechend. Ein indisches Symbol der Reinheit, Schönheit und Weisheit, welches für seine feuchtigkeitsspendende Eigenschaften bekannt ist. Ja, erfrischt, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und bereitet sie auf eine weitere Pflegeroutine vor. Nur auf das feuchte Gesicht und den Hals auftragen. Ne, macht man so mit und leicht in die Haut einmassieren, bis sich ein sanfter Schaum bildet, mit lauwarmem Wasser abspülen. Dann steht hier so ganz klein oben, Bye Bye Make-up. So richtig bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Nimmt man die denn als Nachtcreme, als Tagescreme oder ist das einfach nur ein Hautreiniger? Da muss ich mich nochmal richtig. Ich werde daraus nicht schlau so richtig. Ja, ach, muss ich nochmal in Ruhe gucken, ne? So. Dann wollte ich noch mal bei die Trinkampullen gucken. Ja, also wir wissen ja alle, was Rituals kostet. Das ist nur eine kleine 30 Milliliter für 4,90 €. Ja, ne? Gut. In Trinkampullen wollte ich mal gucken, den Preis, ne? Originalgröße 28, 25 Milliliter Trinkampullen. 62,90 €. Der apothekenexklusive Kollagentrink steht hier. Aha. Aufspalten. Was aufgespalten sind, welche. Ach so. Mensch, Honey, Honey. Spezielle Kollagenpeptide, welche so aufgespalten sind, dass die Haut von innen aufpolstern können. Aha. Ja, okay. Sie können sie nicht nur. Falten im Gesicht, sondern auch Cellulite. Das ist ganz wichtig, ne? Für uns Frauen, wir haben ja da immer so ein bisschen ein paar Probleme oder die meisten und uns, sondern auch Cellulite an Po, an Oberschenkel, nachweislich von innen straffen. Ach, Mädels. Also, wenn das mal nichts ist, wa? Mensch, da werden wir ja jetzt, wenn wir so eine Dinger hier trinken, kriegen wir straffe Haut. Ja, ich glaube immer nicht so dran, ne? Weil es ist auch wissenschaftlich erwiesen, wenn man so jetzt Cellulite hat, das ist halt bei uns Frauen nun mal leider so. Manche haben das Glück, die haben das nicht, ne? Ja, weiß ich nicht, ob davon jetzt die Cellulite weggeht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Wir trinken es und bilden es uns ein, dass das dann gut wird, ne? So, wollt ihr nochmal bei der Coco Cabana Creme gucken? Die All-in-Water Creme versorgt den gesamten Körper. Aha, also das soll eine Bodylotion sein. Naja, gut, 25 Milliliter. Also so eine kleine Bodylotion. Naja, da cremt man sich denn nicht so oft mit ein. Ne? Also da ist. Gut, ich bin nur 1,58 klein. Ja, aber dafür bin ich umso breiter. Sorry. Ja, da ist vielleicht. Creme ich mich dreimal damit ein? Ich weiß es nicht. Ja, wir werden sehen, ne? Also ich bin gespannt drauf. Ich freue mich schon. Oh, das soll ja nicht nur nach Coco Cabana riechen, sehe ich gerade. Jede Stelle des Körpers küsst. Die Creme versprüht die wohligen Noten von Kokosnuss, gerösteten Pralinen und warmen Vanillelatte. Also, hört sich lecker an, nicht? Eigentlich. Aber geröstete Pralinen? Was sind geröstete Pralinen? Pralinen sind doch Schokolade, aus Schokolade. Aber die sind doch nicht geröstet. Geröstete Pralinen habe ich noch nie gehört. Na gut, okay. Der eine oder andere vielleicht auch schon mal von euch gegessen. Ja, gut, okay. Ja, hier fand ich ganz toll Masken. Es sind ja, ich bin ja so ein Maskenfan.
Instant Glow Masken. Na, ihr seht es. Ja, es spiegelt sich meine Lichterkette, die ich so dahinter habe. Ja, sieht auch gar nicht so schlecht aus, wenn sich die Lichterkette so ein bisschen spiegelt. Ich höre jetzt auf zu spielen. So, hier steht, ach ja, das sind drei Masken. Hier hinten steht beschrieben. Na, das sind drei Masken, die kannst du gleichzeitig überall verteilt auftragen. So, haben wir einmal Lancaster? Ja, natürlich. Nicht einmal, dreimal. So, einmal hier für White Gold Peel-Off Maske, Gold Peel-Off Maske und Pink Gold Peel-Off Maske. Ne? Also, ja, zeige ich jetzt mal. Nun kommt doch mal her, ihr drei Süßen. So, ne? Also, und die Maske dir halt verteilt zugleich. Es kommt auf die T-Zone. Eine um die Augen oder so. Augen, ich soll deutlich sprechen. Nee. Okay, auf die Stirn und Nase, die silberne, die rosane auf den Wangen. Aha, und also die Rosgold. Und die goldene machst du hier unten so hin. Aha, das steht doch alles auf Englisch. Ach Mensch, ja. Bisschen kann ich ja Englisch, aber nur a little bit, ne? So, ja, hier steht ja die Beschreibung mit dazu. Instant Glow Gesichtsmasken-Set. 20 Minuten. Ja, reines Hautbild soll man danach haben. Ein mattiertes und reines Hautbild. 3x7 Milliliter, 9,79 €. Ja, also das ist auch, ne? Ja, gut. Trinkampullen hat die auch gesagt. Ach ja, die Coco Cabana Cream, 25 Milliliter, 8,49 €. Naja, gut. Ich glaube, würde ich für so einen kleinen Tiegel nicht ausgeben. Na, also ja, ich bin ein bisschen knauserig in manchen Sachen. So, dann haben wir hier, brauche ich glaube ich nicht, von Pure 97. Da hatte ich schon mal eine Haarmaske gehabt, die benutze ich zurzeit auch. Ist ja für normales Haar, ja, eigentlich, nee. Ich habe ja, weil ich halt nicht Conditioner, koloriertes Haar. Ich habe koloriertes Haar. Und das ist dann meist auch immer so ein bisschen halt trocken, durch das Kolorieren halt, ne? Und da bräuchte ich dann immer so was bisschen für trockene Haare. Also für normales Haar, nee, das nehme ich nicht. Das ist, nee. Ich glaube, das weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht gibt es mal eine Verlosung irgendwann oder so, wo ich ein bisschen was zusammenstelle. Mal gucken. Ne? Oder nächstes Jahr mit dem Adventskalender ist ja doch ein Jahr Zeit. So, dann kommen wir, glaube ich, auch schon. Ja, hatte ich alles vorgestellt. Kommen wir zum letzten. Das große, was im Paket hin und her gerollt ist, ist ein Duschgel, Leute. Ja, da freue ich mich. Duschgel kann ich immer gebrauchen, dann brauche ich mir immer keins kaufen. Ne? Das ist dann schon ganz gut, wenn man dann immer ein bisschen Vorrat da hat. So. Warming Happing Hugs. Ich liebe diese wohlige Wärme, die so wundersam von innen nach außen strömt. Bestimmt macht das der Hab-dich-lieb-Duft, der mich von früh bis spät in seinen Armen hält. Ah. 500 Milliliter ist schon gewaltig, also das hält dann auch für eine ganze Weile. Ne? Also finde ich jetzt nicht so verkehrt. Nach was duftet das? Na, was duftet das? Steht nicht oben, steht doch gar nicht oben. Warte mal, steht es hier? Ach, wir schnuppern mal einfach. Wir schnuppern jetzt mal. Oh, die riecht gut. Schön süß. Also süß riecht, riecht einfach süß, aber riecht gut. So ein bisschen wie Weihnachten riecht das schon, ne? Also, warte mal, was steht denn hier? Oh, jetzt finde ich das nicht. Friedlich und beglückend wie eine lange liebe Umarmung. Aha, der wird würzig, genau. Der würzig, heimelige Wohlfühlduft. Okay. Seelenwärmer. Als kuscheliger Seelenwärmer der ideale Begleiter für die kühlere Jahreszeit. Okay. Na, kostet 500 Milliliter, 3,95 €. Ja. Ja, gut. Ja, ich bin begeistert. Ja.
Also bei mir ist das drin. Ich glaube, es ist ja bei jedem ein bisschen was anderes drin, ne? Je nachdem, wie er die Beauty-Profile ausfüllt. Ja, ich habe ja nun jetzt noch mal komplett neu ausgefüllt, weil ich immer viel Lippenstifte und Lidschatten und sowas drin habe. Ich bin mehr so für Düfte. Ja, da muss ich irgendwie mal nicht richtig das Profil ausgefüllt haben. Jetzt habe ich das Profil geändert, aber wahrscheinlich wird es jetzt sowieso hauptsächlich Sleeping Beauty, es schminkt sich ja keiner zum Schlafen, ne? Auch wenn es immer in den Filmen so aussieht und in den Serien, wenn sie aufstehen, die sehen dann immer perfekt geschminkt aus schon, wenn sie aufstehen. Ich glaube, wir werden das nicht so machen, ne? So, Leute, ich will mal ein kurzes Video machen. Ich habe immer, die anderen Videos waren immer so lang. Jetzt muss ich doch mal ein kurzes machen. Ja, ne? Ich würde sagen, das war's heute wieder von mir. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video seht, ne? Und ich würde mich natürlich auf ein paar Abonnenten freuen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ihr dürft mich gerne abonnieren. Ja, ich will mal nicht betteln. Ich bettel gerne. Nein, ich bettel nicht gerne. Aber, ne? Es ist nur mal ein kleiner Hinweis. Dann sage ich jetzt mal Tschüss. Es war mir wieder ein Fest mit euch. Macht's gut, eure Hanni.